Hallihallo und herzlich willkommen heute mal wieder mit Gunsmith. Denn das erste Review war ein bisschen kurz, aber jetzt kam ein fetter Patch raus, hat einige Probleme gelöst und der Umfang ist auf jeden Fall gewachsen. Wir wollen mal hier in die Forschung reingucken. Und früher war das ein Screen, ein riesengroßer Screen, wo man ewig lang scrollen musste, um irgendwas zu finden. Jetzt haben sie unterteilt in verschiedene Kategorien. Maschinenpark, Logistik, Stuff, Clothing. Hier hinten sind auch die Waffen. Bei Waffen haben sie jetzt noch Lizenzen eingefügt. Zum Beispiel bei Pistolen, Produktionslizenz. Da muss man bei der US-Regierung vertrauenswürdig sein. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte, also es dauert noch. Teile hieraus kann man erforschen und schon benutzen. Aber wie gesagt, für die Waffenlizenz braucht man dann das hier. Dann kann man halt diese Teile der Waffen herstellen. Ansonsten die Maschinen kann man schon erforschen. Und ja, Vehicles haben wir jetzt auch erforscht. Der hat richtig lange gedauert, bis die mal durchgelaufen waren. Unsere Fabrikhalle haben wir schon mal vergrößert. Die haben wir nochmal angebaut. Aktuell können wir schon mal einiges bauen. Wir produzieren Helme, Schuhe, Panzerungswesten. Wir können ja mal gucken. Bei Bestellungen. Also hier Tarnwesten, Kevlarwesten bauen wir schon, Handschuhe bauen wir schon, Kampfhosen. Und ja, jetzt versuchen wir halt bei den Regierungen, die wir brauchen, höher zu kommen. Wir haben auch schon eine weitere Halle gebaut, eine in Deutschland, aber da habe ich die falsche gekauft, die war ein bisschen klein. Dann habe ich noch eine in England gekauft, eine richtig große, und da haben wir ja heute, weiß nicht, bestimmt 2 Stunden lang eine Humvee-Linie gebaut. Das heißt, wir können jetzt die ersten Fahrzeuge bauen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Unser erstes Auto ist noch nicht vom Band gerollt. Das wollte ich mal mit euch miterleben. Also hier haben wir den Globus. Hier Deutschland eine Fabrik. England jetzt die Fahrzeugfabrik. Und USA die dritte. Reisen wir nach England. Die Fahrzeuglinie war echt sehr, sehr, sehr komplex. Man muss erstmal gucken, wo baut man was ran, wie funktioniert das alles. Man hat halt jetzt riesengroße Förderbänder für ganze Autos. Ja, und die sind auch dementsprechend langsam. Wir haben unseren kleinen Aufenthaltsraum. Man braucht richtig viel Strom, Wasser und Heizenergie. Und hier kommen dann die Rohlinge raus, die Karosserien. Hier drüben dann der Untergrund. Das sind halt jetzt die Zulieferketten. Hier haben wir dann einen großen Stahlblock. Der wird dann zu Federn umgebaut. Hier drinnen wird es dann zum Untergrundchassis gepresst. Und das wird dann hier verbunden. Oberchassis, Unterchassis. Finde ich schon richtig cool gemacht. Zack. Dann kommt hier der nächste Abzweig. Hier wird der Motor gebastelt. Da haben wir hier einmal unsere Pistenpresse. Da kommen hier nochmal Stahlblöcke raus und daraus entsteht dann der ganze Motor. Der wird dann zum Motor mit Antriebsstange gepresst. Die wird dann hier verbaut. Und dann geht's weiter. Hier kommen dann Kleinteile, Räder, Hintertüren, vordere Türen. Sieht auch cool aus, wie die montiert werden. Was fehlt dem? 4 Reifen? Ja, hat alles. Dann geht es jetzt gleich los mit dem Schrauben. Wird aufgebockt. Zack, Reifen dran. Türen dran. Und ab dafür. Ja, dann kommt hier der größte Linienpart. Ich weiß nicht, was er hier alles aus. Ah, hier wirft der vordere und hintere Kofferraumdeckel und Motorhaubendeckel raus. Und dann hier Cockpit. Hier werden die elektronischen Boards hergestellt. Dann drüben haben wir noch weitere Humvee-Parts und Sitze.
Die werden alle hier drin montiert. Ich glaube, das sieht man nicht so viel. Denn so weit habe ich noch nicht geguckt. Aber da sieht man im Hintergrund, wir sind jetzt auch in einem größeren Bereich, fette Wüste. Oh ja, der verschwindet und dann kommt einfach fertig raus. Und der letzte Teil ist eine Lackierkabine. Wir haben jetzt aktuell die UN-Hamburg-Farbe. Da weiß ich nicht, produzieren wir mal 4, 5, 6 Stück, die wir uns auf Halde legen. Und dann kann man wechseln. Hier kommt Paint Bucket raus, also die Sprühfarbe. Und wir können halt hier an der Ausgabe sagen, was für eine Camo-Farbe machen wollen. Und was für ein Fahrzeug da überhaupt reinkommt. Hier sind die Hamburgs. Wir machen halt jetzt erstmal ein paar UN-Humvees und mal gucken, wie da an die Auftragslage ist, wer was haben will. Die hier wollen irgendwas anderes haben, aber die Autos können wir noch nicht bauen, oder bauen wir noch nicht. Und der ganze Kram braucht auch extremst viel Platz. Naja, UN-Humvee hat auf jeden Fall Alarmanlage drauf, um fette Lichter. Die Halle habe ich schon extrem groß gebaut und wie gesagt, die füllt jetzt schon fast die Hälfte aus. Das ist schon sehr krass. Ja, die rollen wahrscheinlich hier bis zum Ende und dann werden sie hier geparkt. Und hier oben sieht man auch, braucht ordentlich Strom, Wasser und Heizenergie. Tja, die Auftragslage sagt, die brauchen keine Humvees. Ich weiß auch gar nicht, was ein IFVA ist. Ein Anti-Air-Fahrzeug. AMG-Camo. So, wenn der vierte UN-Farbe hier rauskommt, dann switch ich mal um. Mal ein bisschen Jungle. Machen wir mal 4 Jungle-Fahrzeuge, dann vielleicht Desert Camo geht auch gut. So, das ist der vierte. Jetzt wechseln wir mal. Mal gucken, wie dann die Auftragslage weiter wird. Also können wir noch Jungle anklicken. Und als nächstes auch noch Desert. Kann ich schon mal anbieten. Ändern sich dementsprechend die Aufträge, hoffe ich. Ja, hier vorne pausiert dann immer alles, weil es dann hinten raum einfach super lange dauert. Aber so ist es. Nach und nach kommen ein paar Fahrzeuge. Ja, also mit dem neuen Update ist auf jeden Fall eine ganze Ecke interessanter. Ah, wir wollten ja noch ein bisschen hier die Forschungsabteilung pimpen, dass sie ja mehr Kapazitäten hat. Ja, mal gucken, ob wir jetzt einen neuen Forschungstisch schon hinpflanzen können. Research Station ist gut. Können wir auch einen neuen Mitarbeiter anstellen? Researcher. Zack. Dann geht unsere Forschung auf jeden Fall ein bisschen hoch. Nur noch 6 RPS. Schon rausgelaufen, oh ja, sehr schick.
leider kann man noch nicht vorspulen. Das ist ja wahrscheinlich die nächste Funktion, weil da ist viel Leerlauf drin. Ich gucke dann ab und zu eine Serie und lasse sie dann den Kram laufen, weil ohne Vorspulen kann es schon mal länger dauern. Ja, nur wo ist mein Researcher? Den haben wir zwar eingestellt. Aber der taucht er nicht auf. Zu dem hinspringen. Ah, da kommt er. Ja, sehr lange Halle, da ist natürlich der Arbeitsweg auch nochmal extrem lang. Ja, dann warten wir das vierte Auto, dann stellen wir nochmal die Farbe um. So, drei sind da, wenn der vierte rauskommt, können wir wieder umswitchen. Ich hoffe, die bauen dann noch irgendwann sowas rein wie automatisierte Reparatur, weil momentan hier mit dem Schlüssel als gucken, was wie viel kaputt ist und dann manuell reparieren, ist ein bisschen anstrengend. Deswegen so ein Mechaniker, Servicetechniker wäre schon nice. Ah, UN Humvees. Boah, 24 Stück wollen die. Das ist meine Hausnummer, aber das ist kein Ami. Wollen eigentlich die Amerikaner ein bisschen fördern. So, da ist der vierte. Dann stellen wir halt wieder um auf UN. Urban Humvee, also es gibt schon viel Auswahl. Gut, dann lassen wir erstmal noch weitere Ruins durchlaufen. Gehen wir nochmal in unsere Hauptfabrik, in die erste. Denn da haben wir jetzt auch noch einen neuen Platz gewonnen. Mal gucken, was das Kochbuch hergibt, was wir als nächstes machen. So. Ja, das ist ja auch wieder so ein Fahrzeuggerät. Und wahrscheinlich ziemlich komplex. Ein Doppel, da kommt noch ein Doppel dazu. Dann kommt noch mal ein Trippel dazu, noch ein Trippel. Noch eins, naja. Ah, ist alles schon ordentlich. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in der großen Halle bauen. Denn hier haben wir dazu keinen Platz. Und die ganzen Lizenzen hierfür können wir auch noch nicht machen. Bullets. Hier brauchen wir Chemikalienlizenz, Patronenlizenz. Ja, da können wir nichts machen. Klamotten haben wir so gut wie alles, was geht. Erforscht. Aber da das noch eine 06er Beta ist, wird es da auf jeden Fall noch ordentlich Stuff dazukommen. Hier ist auch noch viel Platz bei Forschungsbäumen. So, mal gucken. Gibt es sogar nichts für Fahrzeuge. Ne, nur Gestellstapelung. Ich glaube, dann treiben wir nochmal die Forschung voran. Das heißt, das High-Tech Security Saves for all valuables. Ich glaube, ein paar Research-Ecken ist besser. Dann können wir nämlich hier noch so einen Tisch reinhauen. So ein Fuzzi ein. Researcher.
füllt sich langsam wieder. Wir haben genügend Kapazitäten. Wir haben hier vorne noch viele kleine. Dann haben wir uns mit den Medium-Lagern angefangen. Hier haben wir schon die großen. Hier mal unseren speziellen Henchman. Die bezahlen dann Leute mit Gold, Bargeld oder Diamanten und all so ein Kram. Also das sind dann diese roten Aufträge. Hier diese roten Aufträge, da wird nicht mit Geld gezahlt, hier Diamanten. Das kommt dann quasi wie so ein illegales Konto. So, hier haben wir auf jeden Fall Amis, die können wir doch bedienen. Den nehmen wir auch noch mit. Ich habe keine Ahnung, was die sind. Die haben Fragezeichen, Elite-Einsatztrupp. Ah, die zahlen in Gold. Ja, und da wartet man alles auf neue Aufträge, wartet, bis die Lager wieder voll sind, bis man wieder was verkaufen kann. Und so weiter. Und da haben wir nichts Neues als Kochbuch. Man könnte natürlich jetzt hier von, keine Ahnung, 3-4 Linien bauen, wie selber herstellen, wird man schneller Stuff kriegen. Das werde ich wahrscheinlich auch als nächstes tun. Ich werde hier einfach nochmal alles mit reinklonen. Und dann sehen wir weiter. Ich wollte auf jeden Fall das Update mal zeigen. Gibt auf jeden Fall immer viel zu tun, aber wie gesagt, so eine Vorspulfunktion wäre echt Gold wert. Mal gucken, ob es mit dem nächsten Update kommt. Und bis dahin produzieren wir fleißig weiter. Okay, ich hätte gedacht, er hätte jetzt schon weiter gespielt. Nicht, dass dieses hier pausiert, während man in einem anderen Land ist. Glaube ich nicht. Egal, das war's erstmal von mir. Bis demnächst und macht's gut.